Nee, da passiert nichts. Okay. Dann hoffe ich mal, dass zumindest mein Ton jetzt ankommt und ihr hört ein bisschen über meinen, ja, den Ton im Hintergrund über meinen Fernseher. Ja, erste Runde. Aktiv gegen Pakt. Aktiv spielt, ja, Standard-Setup, Höllenhund, Emil wird immer häufiger gesehen mittlerweile auf den Schlachtfeldern dieser Welt. Und Pakt, ja, die spielen mit dem, ich sag mal, mit dem klassischen CW-Setup. Afyu von NC als Söldner musste einspringen, weil Knüppelknut leider nicht konnte. Und daher kurzfristig für Ersatz gesorgt werden musste. So, beide Teams teilen sich auf. Sehr selten zu sehen. Meistens ist es so, dass sich maximal ein Team aufteilt. In diesem Spiel beide. Und beide exakt gleich mit den beiden leichten Panzern über die AB-Linie und zwei Heavys und über die andere, über die ja, eigentlich Heavy-Gasse untenrum. Da JK 9-0 mit den Heavys. Sehr interessant. Und das könnte ein sehr spannendes Match werden. Ach, ich muss mal hochgehen. Leider, jetzt habe ich hier rumgetestet mit meinem Audio. Ganz vergessen, hier mal hochzugehen. Ich habe mich nämlich gerade schon gewundert, warum bin ich in der Panzersicht? Ah, da. Die ersten haben sich schon aufgemacht. Deswegen bleiben jetzt alle ein bisschen stehen und gucken erstmal rum. Da war ein Schuss. Kein Schaden angebracht. Jetzt gehe ich mal rüber. Gucken wir mal, was die hier machen. Ah, die stehen sich noch weiter. Ups, da müssen wir hin. Das dauert noch ein bisschen da. Gucken wir erstmal hier. Hier geht es nämlich schon mächtig rund. Jawohl, hier geht's mächtig zur Sache, während man sich in der Panzer, in der Heavy-Gasse doch noch Zeit lässt und vielleicht auch erstmal abwartet, was hierbei rumkommt, wer da überlebt. Ihr seht das rechts unten, da passiert gar nichts. Die stehen sich gegenüber, lassen die da erstmal machen. Ja, sehr schön, 2 zu 2. Ja, aber auf Aktivseite sind noch zwei Lights übrig und bei Pakt ist der 50-100 noch übrig. Ein Autoloader, der noch nicht nachgeladen ist. Das ist natürlich, habt ihr jetzt aktiv schön schnell geschaltet. Der ist noch im Reload und kann sich nicht wehren. Vielleicht, sie konzentrieren sich, na, nicht, doch nicht auf ihn. So, das wäre vielleicht besser gewesen, der Höllenhund auch auf den 50-100 geschossen hätte. Jetzt ist er draußen. Ja, hier wird aktiv wahrscheinlich, ja, gewinnen. Ja, das wird Wilgery machen hier. Ja, sehr schön von Wilgery. Ja, ich sag mal 1 zu 0 hier oben. Jetzt könnt ihr unten anfangen. Jetzt fahre ich da mal schnell rüber, weil jetzt geht's da ab. Wie ihr seht, gehen die Panzer schon aufeinander los. Na los, schneller, schneller, schneller. Bevor die Panzer hier weg sind. So, Jungs, jetzt dürft ihr. Die Spiele sind eröffnet. Was mich jetzt ein bisschen wundert, warum Wilgery nicht gleich in Cap gefahren ist, um die hier zum Rückzug zu bewegen, um dann gleich wieder abzuhauen, damit die drei da hinten vorrücken können. Rubakawa fährt jetzt zurück, das kriegen die beiden oder die drei da nicht mit, denn genau damit rechnet Pakt jetzt, dass der Scout wahrscheinlich cappen könnte. Sobald Rubakawa aber auf ist, wissen die anderen drei, dass die dort nur mit zwei Panzern stehen. Und werden wahrscheinlich pushen. Ah. Gut, Wilgery scheint jetzt zu den anderen Panzern zu fahren. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber gut. Deswegen muss sie nicht besser gewesen sein, meine Wahl. Da hätte ich doch Druck aufgebaut, um die hier hinten auseinanderzureißen. Und sobald man sieht, dass ein Panzer abhaut, hier mit den drei vorzupushen. Ich gucke mir mal. Ja, die Strukturpunkte, die sind aber auch da, die haben auch schon gut kassiert. Aber
Ich sag mal, mit den drei Panzern hier. Ah, da fährt jetzt Wilke hoch, versucht in die Seite. Schön bei Aviu, Treffer reingesetzt und jetzt pushen die Panzer hier los. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee gewesen. Vor allen Dingen jetzt, wo er da hinten weg ist. Rubakawa kann hier nicht helfen. Ja, das hat aktiv doch schön gemacht, auch von Wilgery. Schöne Idee, hat gut funktioniert. Den Heavy nach hinten gelockt, auch ohne Cap. Kann man die beiden rausnehmen. Und das Spiel ist, ja, ist gelaufen. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis Rubakawa weg ist. Das wird er nicht schaffen können. Ja, intelligent gespielt von Aktiv, muss ich sagen. Schöne Sache. Ich hätte es über den Cap versucht, aber hat auch so funktioniert. Sehr, sehr schön. Weil packt im Prinzip im vorauseilenden Gehorsam schon mal den Cap bewachen wollte, aber hat damit im Prinzip die Stellung dort aufgegeben. Und zu zweit haben die einfach keine Chance mehr gegen vier Panzer. Und das gleiche wird jetzt Rubakawa passieren. Ja, Schox fährt jetzt hoch in Cap, ist aber eigentlich derzeit bricht er doch ab, wollte gerade sagen. Ist eigentlich unnötig, da kann man jetzt dafür draufgehen und den ganz schnell rausschießen. Tja. Schöne Sache, 1:0 für aktiv, aber ich glaube, ich muss jetzt den Fernsehsound doch runterdrehen, auch wenn ihr dann keinen Ton mehr hört, weil sonst habe ich das nämlich doppelt drauf auf meiner Aufzeichnung und das wäre schade. Deswegen werde ich da jetzt mal schnell den TV... So. Zweite Runde, 1:0 für aktiv. Vorausgegangen war eine gewonnene Schlacht auf der AB-Linie im 3er-4er-Bereich, wo man mit einem überlebten Scout das Gefecht beenden konnte und der dann doch entscheidenden Anteil hatte, dass man in der Heavy-Gasse erfolgreich wirken konnte. Da packt mit einem Panzer weniger auch den Cap mit bewachen wollte und absichern wollte und dadurch die sichere Stellung verlassen musste. Und dann waren nur noch zwei Panzer da, die sich gegen die vier Panzer dann nicht mehr wehren konnten. Das Setup ist soweit nicht ganz geblieben. Pakt spielt jetzt mit einem leichten Panzer mehr. Teilt sich aber auch wieder auf. Das gleiche beim Gegner. Man ist jetzt aber hier mit 5 Panzern auf dieser Seite, während Pakt mit 4 kommt. Aber den 3 Scouts, die pushen auch gleich nach vorne. Müssen aber aufpassen, dass sie von hier hinten nicht vom Emin und den Outloadern beschossen werden. Da unten wartet auch der Höllenhund. So, Wilgeri haut ab und Pakt macht das einzig Richtige und fährt nicht hinterher. Denn dann wären sie hier stark unter Beschuss gekommen. Sehr, sehr gute Entscheidung, muss ich sagen. In der Regel waschen die dann hinterher und werden dann schnell rausgeklippt. So, hier sind jetzt 2 von aktiv, aber 3 von packt. Die Frage ist, wissen die das? Natürlich nicht, wenn sie können, haben jetzt einen aufgemacht. Können maximal noch einen zweiten aufmachen, aber ob denn dahinter noch wer lauert, wissen sie nicht. Solange da oben nicht aufgemacht wurde, aber die fahren jetzt los. Ah ja, da oben, da geht es ja auch schon ab auf der 1er Linie, das heißt, da ist alles bekannt. Mal schnell hin gucken, weil die sind da schon so dicht beim Gefecht dabei. Oh ja, da sehen wir schon, rechtzeitig gekommen, um zu sehen, wo du 10 rausfliegt. Und auch Army Man ist schon draußen. Ja, da hat man dann doch nach vorne gepusht. Man hat auch nicht alle Informationen gehabt, weil die 50-100 hatte man nicht gesehen. Man hatte erst abgebrochen mit den Scouts. Ist dann aber doch drauf. So, die beiden werden von diesen 3 gejagt. Jetzt geht natürlich Elite Killer Pro direkt in die Mitte rein und fährt auf die beiden zu.
Wird jetzt auch rausgenommen. 3 zu 0 für aktiv. Ja, das sieht sehr schlecht aus. Die sind auch aktiv, sind jetzt auch nicht weit runtergeschossen, dass man da jetzt sagen könnte, da können jetzt schnell noch die Kills purzeln. Das Spiel ist, glaube ich, gelaufen für Pack, das werden die nicht mehr drehen können. Zumal Ragnar Loki da vorne ganz allein ist und die beiden hier hinten stehen. Auch eine ganz schwierige Situation jetzt für Ragnar Loki. Afu kann Treffer da anbringen, aber Ragnar Loki kommt da vorne nicht weg, wird jetzt rausgenommen. Der andere Scout, der da hinten bei D5 am Wasser war, ist auch rausgenommen worden. Und ja, das wird jetzt schnell vorbei sein. Der zweite Punkt für aktiv liegt mehr als in der Luft. Gut, Haken dran. Die Karte war nicht eure. Vielleicht klappt es auf der nächsten Karte besser. Vielleicht könnt ihr mir noch mal kurz im Live-Chat, ich schreibe da gleich mal rein, ich frage gleich mal, ob man Gefechtssound hört. Hat noch keiner was geschrieben. So, 2 zu 0 für aktiv. Ja, sehr ausgeglichenes Schadensverhältnis. Ja, dritte Runde, 2 zu 0 für aktiv. Wir spielen auf Klippe. Die Setups... Ja, haben sich leicht verändert. Auf beiden Seiten Autoloader, der Emil ist wieder dabei. Auf beiden Seiten ein leichter Panzer. Und ansonsten die T-32, IS-3 dabei. Aktiv fährt zum Hügel hoch. Packt, fährt unten rum und oben teilt sich auf. Ja, kann Wilgo hier einen aufmachen? Kommt die nicht auf. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da nicht aufgehen. Aktiv spielt sehr offensiv da oben, kommt ziemlich weit vor, ist jetzt bei der Kartenmitte. Pakt hat sich komplett zurückgezogen, hat dort noch zwei T32 stehen, die im Prinzip die Abfangjäger spielen. Während Vodo jetzt hierher fährt, um zu schauen, ob da was ist, bevor die Panzer da in ihr Verderben fahren, zumal hier 250-100 sind, die nicht viel aushalten. Ja, die IS-3 von Ragnar Loki wäre da schon geeigneter, steht aber viel weiter hinten. Ah, ja, der T-32 vom Pakt hat Schaden bekommen hier oben. Da. Aber wir bleiben mal hier. So, jetzt müsste aber gleich jemand aufgehen. Genau, Vodo ist auf, Ragnar Loki ist auf, Wilgo ist immer noch zu. Das heißt, die wissen nicht, wo der Panzer ist, der sie aufgemacht hat. Afu hat jetzt auch Schaden bekommen. So, jetzt wissen sie, wo Wilgo ist. Wilgo hat nämlich geschossen, ist dadurch aufgegangen. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Denn er stand da relativ günstig. Und solange er nicht aufgeht... hat er eigentlich die viel besseren Karten und der Gegner traut sich nicht wirklich vor, weil er nicht weiß, was da steht. So, hier ist mittlerweile schon, sind schon Panzer rausgeschossen worden, die beiden T-32, die hier Abfangjäger gespielt haben. Auch Elite-Killer ist raus. Ja,
Auch hier sieht es so aus, als wenn aktiv das Spiel gewinnen könnte. So, jetzt jagen die Vilgiri, der muss zusehen, dass er abhaut. Hier pusht man jetzt auf Armyman, der ganz alleine ist. Im Reload ist es auch gleich raus. Nächster Schuss wird er weg sein. Von Schocks wahrscheinlich. Ne, der zieht da gar nicht hin. Der fährt da mit der Kanone vor, weil interessiert ihn gar nicht. Dass da ein 50-100 neben ihm steht und rein theoretisch in seine Seite wirken könnte. Vielleicht wusste er, dass der im Reload ist. Keine Ahnung. Ja. Wodo fährt schon mal in Cap. Aber das wird denen auch nicht mehr helfen. Dafür ist die Cap-Zeit einfach zu lange. Denn die anderen beiden sind gleich weg. Der eine ist schon weg. Ragnar Loki ist auch gleich weg. Und dann steht es 3:0 für aktiv. So, Marv Gaming, schönen guten Abend. Wäre schön, wenn du meine Fragen beantworten könntest, die da drüber stehen. Hörst du jetzt natürlich 10 Minuten später, dass ich das frage. Aber das ärgert mich im Moment wirklich, dass das mit dem Sound jetzt nicht klappt, nachdem vorhin im Testlauf alles wunderbar funktioniert hatte. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass mein Kommentar da ist. Der Gefechtssound ist sowieso immer relativ leise, weil man in der Zuschauerrolle so weit über ein Spielfeld schwebt, dass der Sound sehr leise ist. Ja, 3:0 für aktiv. Ja, das war mal eindeutig. Die beiden T32, die dort Abfang hier gespielt haben, haben überhaupt keinen Schaden machen können. Ein Schuss abgegeben auf Ju und ein Treffer, 5 Schüsse abgegeben. Ja, das würde ich mal sagen, hat ja gar nicht funktioniert, leider Gottes, an der Stelle. Gut, es gibt ja... Aber mit aktiv hat Pakt auch keinen leichten Gegner erwischt. Letzte Woche gegen UXP, jetzt gegen aktiv. Das sind schon zwei Gegner, die man nicht mal so einfach im Vorbeigehen schlagen kann oder auch Punkte klauen kann. UXP ist sowieso sehr, sehr dominant in der Liga und aktiv hat auch eine super Entwicklung gemacht. Steht mittlerweile super, super gut da in der Tabelle. Und Pakt kämpft wie so viele andere Mannschaften noch um die Qualifikation für die Playoffs. Und da ist wirklich jeder Punkt wichtig. Insofern werden die Jungs hier bestimmt nicht aufgeben und nochmal alles versuchen, um hier den einen oder anderen Punkt mitzunehmen. So, diesmal bleiben alle zusammen auf beiden Seiten. Nur das Pakt jetzt unten lang fährt, die Zweierlinie, und aktiv hoch zum Hill fährt. Pakt hat jetzt natürlich keine Augen dabei. In Form eines Lights. Aktiv schon. Zumindest sichttechnisch ein Vorteil. Auch was die Strategie dann angeht. Aber jetzt muss man natürlich aufpassen, weil die werden jetzt wohl aufgrund der sich ergebenden Situation durchpushen Richtung Cap. Und mal sehen, wann die das hier mitbekommen. Ich meine, die orientieren sich schon dahin. Aber ich bin der Meinung, da war noch keiner aufgegangen. Aber die fahren da alle zurück. Also da muss eben kurz einer aufgewesen sein. So, jetzt ist es bekannt. Zumindest über Cover. Jetzt da hinten. Ja, jetzt weiß man Bescheid. Und jetzt fahren sie ja auch in Cap. Jetzt sind sie drinne. Jetzt wird es knapp. Aber die können von da hinten gut wirken. Und ich denke mal, jetzt wird der Scout nicht in den Cap fahren. Wieso denn das nicht? Ja, das verstehe ich jetzt nicht, weil die können ja eigentlich alle gut wirken von da oben und da einen Gegencap zu machen und da einfach nur zu decappen, aber da, die Schüsse kommen nicht rein hier. Oh, 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 oh. Nur jetzt wurde Armyman getroffen.
Ja, da müssen sich natürlich hier auch der Fatherland und die IS-3 müssen sich da vorstellen. Vor denen, ihr versteckt euch da, ihr müsst euch anbieten als Ziele, damit die hier nicht gedecapt werden, Jungs. Ah, Leute, ihr müsst doch dahin und müsst die schützen. Ach, schade, schade, schade. Nein, nein, nein. Das hättet ihr echt anders machen müssen. Da verstecken sich die beiden hinter dem Hill und die hätten sich eigentlich da vorstellen müssen und sich runterschießen lassen müssen, um die Schüsse zu fangen. Weil wenn sie dann nämlich kaputt sind, sind sie gleichzeitig auch Schutzschild. Weil umso schwieriger wird es dann für den Gegner, die verbleibenden lebenden Panzer zu treffen. Aber wenn sie an der Stelle draufgehen, hinter dem Hill, bringt das gar nichts, weil da kann sich keiner hinter verstecken. Ja, das Spiel wird wohl. Ich meine, noch steht es ziemlich. Ja, ist komplett gleich. Aber, ach Mensch, die sind natürlich in einer viel schlechteren Position jetzt seitens Pakt. Deswegen denke ich mal, das wird wohl nichts mehr werden hier. Da hat man eigentlich eine gute Ausgangssituation gehabt. Aber da hättet ihr euch echt besser schützen müssen. Die als erstes reinfahren, drei und die anderen drei da vorstellen oder vier schön in einer Reihe. Auch in die Richtung nochmal, dass man sich da entsprechend verteidigen kann. Tja, ist aber noch knapp, ist noch alles drin. Ist nur der schnelle Cap-Erfolg weg. Ich bin gespannt. Also packt, ich würde es euch echt gönnen. Ne? Bin sowieso immer für die Mannschaften, die hinten liegen, immer schön für knappe Ergebnisse. Das ist wunderbar. Und eigentlich auch immer für die Mannschaften, die hinten in der Tabelle stehen. Das macht doch diese Saison viel spannender. So, packt hat jetzt einen HP-Vorteil. Jetzt nützen, jetzt passiert nämlich genau das, was ich gesagt habe. Hier, die nutzen ihre toten Kameraden als Schutz. Und man sieht, wie gut das funktioniert. Die haben sich jetzt nämlich mittlerweile von 47-47 einen HP-Vorteil von 20 zu 32 bis 17-32 erarbeiten können durch diese, ja, gefallenen Kameraden. Das hättet ihr aber schon beim Cap machen müssen. Aber vielleicht reicht es ja auch so. Man führt jetzt 4 zu 3. Rubakawa steht da ganz vorne am Hill und hat nur noch, ja, hat noch einen ganz kleinen Schaden bekommen. Die beiden da oben müssten sich eigentlich auf Rubakawa konzentrieren, denn Rubakawa hat da überhaupt keine Deckung. Aber die schießen hier hin, da wo sie kaum rankommen. Da müsste doch, jo, 5 zu 3. Packt sehr schön gespielt noch. Gut die Situation gerettet und den Punkt geholt. 3 zu 1. Ja, weil man kann es sonst noch irgendwann wirklich nochmal missbrauchen und zu sagen, Mensch, der wartet einfach, wartet, was für ein Setup da ist. Dann kriegt er eine Anweisung, nimm bitte den Panzer und ja. Und um den vorzubeugen, einfach knallhart sagen, komm, es kann ja auch nicht so schwer sein, dass jeder sagt, jo, ich habe meinen Panzer ausgewählt. Und wenn, dann gehe ich halt einfach nochmal raus und nehme ihn nochmal aus zur Sicherheit. Und dann kann auch nichts schief gehen. Ja, aber jetzt so, gerade so in der ersten Saison, wo man ja noch mit vielen Kinderkrankheiten auch zu leben hat, ist das auch immer ganz schön mal zu sehen, wenn man sagt, okay, Riegel hin, Riegel her. Wir wollen 7 gegen 7 spielen. So, die Setups haben sich ein bisschen geändert. Weniger Autoloader auf Paktseite, dafür auch wieder jetzt zwei leichte Panzer und auf der anderen Seite eine Arti dabei. Zwei leichte Panzer und zwei Autoloader und zwei Emil. Ja, die Emil, also die Emil, die nehmen echt Überhand mittlerweile in den Gefechten. Das ist sehr interessant. Ich selber habe die Heavy-Linie nicht angefangen bei den Schweden, sondern natürlich, weil die andere gesponsert wurde mit den 25%, habe ich die Jägerei angefangen. Muss echt sagen, bis Panzer 5 grausam. Ab Panzer 6 macht das Ding Spaß. Aber bis 5, ich fand es echt sehr mühsam. Und wenn ich jetzt sehe, dass der Emil hier so viel gespielt wird, ja, dann werde ich wahrscheinlich die auch nochmal gründen müssen. Weil wenn das jetzt ein Standard-CW-Panzer wird,
möchte ich den natürlich auch haben, um mit einem solchen Panzer dann im Gefecht teilnehmen zu können. Oh, man fährt sich hier schön im Kreise drumherum, aber aktiv hat die bessere Situation im Moment. Bisschen besser verteilt und sehr, sehr dicht am Gegnercap dran, wie wir hier sehen. Die Arti steht da natürlich jetzt ungeschützt. Man fährt noch nicht rein, weil da hinten auch noch der schwere Panzer steht. Ich guck mal gerade von wem. So, von Rubalcava. So, wo ist denn hier? Ah, also wenn man diesen Speeding drin hat. So, die ist noch zu, steht hier hinten. Ich mache wieder langsamer, das ruckelt ja wie verrückt. So, die steht auch hinterm Stein und hinterm Busch. Die wird so schnell nicht aufgehen. Jo, jetzt cappt man auch auf der anderen Seite, aber mit nur einem. Also hier muss man jetzt schnell reagieren. Ich weiß nicht. Und die Cap, sehr schön, hat funktioniert. Aber der ist alleine da, der wird gleich rausgepusht. Das müssen die jetzt auch machen. Die müssen sich da vorstellen. Aktiv, ihr müsst euch in die Schussbahn stellen. Egal, ob ihr Damage kriegt oder nicht. Und dann drauf da, aber der kann weiter durchschießen. So, da ist jetzt auch Saftsack. Aber es wird eng. Es wird eng. So, wieder die Gap funktioniert. Unten auf der K-Linie kämpfen jetzt die beiden Scouts gegeneinander. Die müssen noch einen Decap-Schuss anbringen, sonst ist es verloren. Nochmal angehen. Ihr müsst noch einen Decap. Ihr müsst am besten einen Panzer rausnehmen. Das wird sonst nichts. Oh, es ist knapp. Auf der anderen Seite cappt, packt weiter und können nicht gedecapped werden im Moment. Und nochmal. Oh, sauber. Jetzt haben wir nur entschieden und können nochmal. Und nochmal. Herrlich. Herrlich. Ja, das ist ja Hammer. Ich gucke im Moment nur auf die Zeit oben. Und packt es auf Null. Packt es auf Null. Und oh, das gibt's doch gar nicht. Das hat noch gereicht. Der war schon auf Null. Haben wir. Die AT hat wahrscheinlich da reingepfeffert. Aber jetzt hat man die Panzer rausnehmen können. Jo, das dürfte wohl gereicht haben, denn die Panzer von Pack dürften da nicht mehr offen sein. Ja, das ist ja der Hammer. Die Zeit war auf 0 und dann springt der auf 16 wieder hoch. Jo, das war, glaube ich, ein Schuss wirklich in letzter Sekunde von der Arti. Aber jetzt. Und wieder! Und wieder getroffen! Jetzt muss ich da mal hin. Sind die denn offen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss doch ein Glücksschuss gewesen sein eben. A View hat er rausgenommen. Der schießt hier gar nicht hin. Wer hat denn hier Army Man denn rausgenommen? Hier steht doch kein Panzer. Ich meine, jetzt da hinten, der Hottech. Der kann aber immer decappen. Och, das ist ja. Schönes Gefecht hier. Schönes Gefecht. Boah, da war Pakt wirklich eine Sekunde vor dem Sieg auf dieser Karte und muss jetzt das Spiel noch aus der Hand geben. Ja, das ist wirklich schade. Das ist wirklich, wirklich schade, wenn man so dicht den Sieg vor Augen hat. Ja, da hätte sich Ragnar Loki auch mit hinstellen sollen, hier hinter das Haus. Man sieht ja, steht hier vorne, ist hier kaputt gegangen, hätte er sich direkt hier hingestellt. Ich weiß nicht, ob die Arti da, wahrscheinlich hat sie einfach Sicherheitsschüsse hingemacht, weil ist ja eigentlich die einzige Stelle, wo man sich da verstecken kann. Ja, schwer, schwer, war wirklich sau, sau knapp. Packt, schöne Geschichte, schöner Versuch. Hat leider nicht funktioniert und somit steht es 4:1 für aktiv. Aber für ein bisschen reicht es dann doch. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, aktiv wieder mit der AT. Ja, die spielen eigentlich so wie vorher auch. Hatten, glaube ich, vorher zwei Emil. Bin ich der Meinung. Ja. Und auf Seite backt. Zwei Lights, 3T32. Autoloader hier ist rein. Oh, Standard-Setup. Auch mal sehen, welche Wege die jetzt fahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich gönne jetzt Pakt noch einen Punkt. Nicht, weil sie jetzt hinten in der Tabelle stehen oder weil sie hier zurückliegen, sondern weil es wirklich, wirklich super, super großes Pech war, dass sie die letzte Runde nicht gewonnen haben.
Das war wirklich, also der, die Zeit stand auf Null. Also das muss sich im 10. Sekundenbereich abgespielt haben, warum die das nicht gewonnen haben. Das ist wirklich, wirklich bitter. Und da ich jetzt auch hinten beim Captain nicht war, kann man jetzt auch nicht sagen, ob ja, ob man da jetzt hätte anders stehen können. Können wir uns auch nicht mal angucken. Das ist im Prinzip durch. So, die fahren über die Heavygasse. Da gibt mal schöne Schlacht hier an diesem Hügel hier. Und dann da unten kommen dann die anderen Panzer lang. Von hier unten. Und dann gibt es hier meistens immer ein schönes Shootout an der Stelle. So, Pakt steht schon mal sehr gebündelt. Aktiv. Hat sich ein bisschen gesplittet. Verteilt über die Karte. So, der eine leichte Panzer von Pakt fährt jetzt mal zurück zum Cap. Hat da mal kurz geguckt, was da Sache ist. So, hat jetzt gesehen, okay, da sind jetzt welche. Die sind relativ nah am Cap. Die müssen jetzt auch aufpassen. So, jetzt ist der erste im Cap drinne. Der Höllenhund. Dann gehen wir gleich mal hin. Denn hier wird jetzt gleich was passieren müssen. Und die müssen wieder aufpassen, dass sie dann von da nicht beschossen werden, in die Seite rein. Weil das ist hier schon nicht, man sieht das hier schön, nicht so hügelig, wenn man hier mal so rüber guckt. Also die können von da drüben sehr gut hier rüber wirken. Also, ja genau, einer muss hier außen rumfahren. Hier ist nämlich, hier hinten ist man nämlich geschützt, wenn man hier hinten lang fährt, können die von da hinten nicht wirken. Da geht es schon gut los. Ragnar Loki ist schon im Jenseits. Ihr dürft den Hotdog aber nicht vergessen, Jungs von Pakt. Ne, da ist noch einer im Cap. Wie gesagt, sind mehr als 17 Sekunden. Das sind Zeiteinheiten, die da stehen bei verbleibende Zeit. Die Spieler sehen eine andere Zeit. Eine ganz wesentliche Information. Ne? Also die Zeit, die wir hier sehen bei verbleibender Zeit, ist nicht die Zeit, die die Spieler sehen. Die sehen die wirklichen Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Blödsinn ist, was sich WG dabei gedacht hat, warum der Zuschauer andere Zeiteinheiten bekommt als die Spieler im Spiel. Mir ist das mal beim Testgefecht aufgefallen, als ich gesagt habe, so Jungs, jetzt habt ihr noch 30 Sekunden und dann sagen die Spieler, nee, nee, wir haben noch 50 Sekunden. Bei uns steht 50 und ich sage, nee, nee, bei mir stehen 30. Und ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also es schließt sich mir nicht, diese unterschiedliche Darstellung. Aber wichtig ist ja, dass die Spieler im Spiel die richtige Anzeige haben. Ja, jetzt das passiert, was ich gesagt habe. Die Pakt hat zwei verloren. Beim Zurücksetzen hier, um den Cap zu verteidigen, sind sie schön beschossen worden. Von der Seite, weil man da sehr wenig ja, Schutz bekommt. Da muss man wirklich hier außen rum fahren, über diese Linie, ganz außen rum und dann hier hinten lang fahren, um zum Cap zu fahren, um möglichst viel Schutz zu haben. So, da hinten am Berg geht es auch rund, aber da wird Pakt auch verlieren, denn der Panzer ist da ziemlich alleine. So, damit ist Voodoo auch Geschichte. Und jetzt sind nur noch die vier Panzer hier. Rubakawa ist auch gleich weg, steht da unten ohne Schutz. Jetzt fährt der Saftsack auch noch hin. Auch ohne Schutz. Naja, gut. Ja, da oben ist ein, da sind ein paar One-Shots, da kannst du hoch, da könntest du noch was reißen. Ja, gebounced, schade. Ja, schade. Schade, schade, Saftsack. Ja, das wäre im Prinzip so nochmal eine Möglichkeit gewesen, aber ich sag mal, wenn man noch drei Panzer hat und sieht, dass die anderen stark angeschossen sind, vor allen Dingen die da drüben alle, dann könnte man sich ja auch mal zurückziehen und warten, dass die kommen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn sie dann nicht kommen, fährt man vor. Aber so ganz alleine, dann wird es dann schwer gegen drei Panzer, auch wenn die alle schon ziemlich runtergeschossen sind. Aber das wird jetzt das. Nächstes Spiel für aktiv.
Ja. Jo, das war's dann. Relativ deutliche Runde am Ende für aktiv. 5:1 hat aktiv damit gewonnen.